Hallöchen und Fink und willkommen zu der zweiten Folge Craft Attack nach über einem Monat des Starts. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir hierzu gekommen sind. Ich habe sehr, sehr, sehr lange gebraucht, um so einen Anfang zu finden, wirklich für YouTube. Weil die erste Folge, wenn ihr euch erinnert, da waren wir da hinten, haben ein bisschen was so gesucht, ein bisschen gequatscht, dies, das. Ich habe eure Kommentare fleißig gelesen und ich gucke sie mir später auch nochmal an, weil es lief ja zu dem Zeitpunkt. Das Sabaton bedeutete jeden Tag 15 Stunden Stream. Jeden Tag so lange, wie auf dem Countdown noch was drauf liegt und es länger geht. Und aus dem Grund habe ich es halt nie geschafft mit Videos, weil mir das halt sehr, sehr, sehr an Nerven genagt hat. Wir sind inzwischen damit durch. Dann habe ich das mit YouTube alles vor mich hingeschoben. Ich habe mega Bock, aber irgendwie habe ich nie den Anfang gefunden. Und jetzt habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, jetzt setz dich verfickt doch mal hin, auch wenn es schon spät ist. Setz dich hin, mach dieses Video jetzt. Und jetzt sind wir bei der zweiten Folge Craft Attack. Und ich zeige euch mal kurz in den nächsten was wir geschafft haben. Denn ich habe zusammen mit Zander angefangen. Wir haben zusammen, ich habe gesagt, ey, Zander, am Livestream-Tag, Bro, hast du Bock überhaupt auf Craft Attack? Er ist dann noch am Start gekommen, kurz vor Start, ist dann am Livestream-Start dabei gewesen, ist jetzt mit mir hier und wir haben zusammen angefangen. Er hat gesagt, lass ein Tiny-Dörfchen bauen. Ich bin sehr, sehr, sehr happy darüber, weil wir haben sehr, sehr, sehr viel geschafft. Das ist übrigens Zanders Haus, keine Sorge, Chat, das Peebles, das habe ich nicht gebaut, das ist Zanders Haus. Hier wohne ich mit drin, ich habe immer noch keine Bleibe. Es wird das Haus wie in Craft Attack 6 ungefähr Freestyle-mäßig gebaut, da hinten entstehen, wenn das überhaupt alles zeitlich passt, aber ja. Soweit der Plan. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, zusammen mit Zander hier an den Start zu gehen, weil das hat mich mega happy gemacht, das hat mich mega motiviert. Zander baut, macht das alles schön. Ich kümmere mich eher um die ganzen Kleinigkeiten, weil da habe ich Bock drauf. Ihr kennt es, ihr kennt mich, wie es halt in der Vergangenheit war. Ihr wisst, wie Craft Attack verlaufen ist in der Vergangenheit. Und im Livestream ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Bevor wir aber dazu kommen, Peebles, es gibt aktuell zwei Giveaways. Ich verlose aktuell zwei Nintendo Switch. Nicht die OLED, die vorherige Version, weil es die gerade im Angebot gibt. Ich habe mir gedacht, ey, komm, da hole ich jetzt zwei Stück von. Die verlosen wir. Ich packe euch zwei Links. Packe ich in den Chat, in die Kommentare, Beschreibung. Man merkt, ich habe Ewigkeiten kein YouTube mehr gemacht. In die Beschreibung packe ich euch zwei Links. Einmal zu meinem Livestream, da erfahrt ihr sowieso alle Infos, denn da sind nämlich Comments oben im Titel. Wenn ihr bei Twitch eingeloggt seid, könnt ihr die im Chat eingeben, da kriegt ihr nochmal alle Infos. Ihr könnt nämlich einmal im Stream zuschauen, nachdem ihr 13 Stunden geschaut habt, wenn ihr eingeloggt seid bei Twitch, könnt ihr euch Coins verdienen mit diesen Coins, könnt ihr Tickets kaufen und mit diesen Tickets könnt ihr dann an der Verlosung automatisch teilnehmen. Alle Infos dazu im Chat, fragt gerne nach, wenn ich live bin und mit etwas Glück gewinnt ihr da eine Switch. Zweite Switch verlosen wir über Geet, den Link packe ich euch auch in den Chat, dann müsst ihr mir auf Twitch folgen. Und könnt dann noch ein paar andere Entries machen, um dann an der Sache teilzunehmen. Mit etwas Glück gewinnt ihr am ersten Weihnachtsfeiertag eine von zwei Switches. So, und ganz kurzer Spoiler, dafür, dass ihr jetzt hier das Video geguckt habt. Der Streamcode Nummer 3 beim Geet Giveaway ist Unity. U-N-I-T-Y. So, so viel dazu. Peebles, vergesst das nicht, nehmt teil, Nintendo Switch könnt ihr nämlich gewinnen. So, und später erzähle ich euch noch was zum Mauspad, weil da gibt es nämlich auch nochmal was Neues. Wir fangen mal kurz an. Das ist das kleine Häuschen, was Zander gebaut hat. Wir haben ja angefangen, ein bisschen abgefarmt, ein bisschen Holz gesucht und so weiter. Zander hat den hier ein schönes Häuschen hingebaut, während ich mich um was anderes gekümmert habe. Und zwar, mein allererstes Projekt, hier haben wir einen kleinen schönen Stadtbrunnen, mein allererstes Projekt war eine Schmelze. Ich mag übrigens sehr Axolotls. Eine Schmelze. Ich habe einen automatischen Ofen gebaut. Hier oben packst du den Kram rein. Dann haben wir hier hinten automatisch Brennstoff von einer Bambusfarm. Die zeige ich euch gleich. Bin ich sehr, sehr, sehr stolz drauf. Habe ich sehr, sehr, sehr lange gesessen. Das war meine erste Farm. Ich habe nie in Minecraft, in Craft Attack, überlegt mal, Chat, wie oft habt ihr mich eine Farm sehen? Ich glaube nie. Wir haben nie eine wirklich sinnvolle Farm gebaut. Wir haben immer ein Projekt gehabt und haben das versucht zu Ende zu bringen. Aber wir haben noch nie irgendetwas automatisiert, oder? Sonst schreibt es mal in die Kommentare. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, wenn ich darüber nachdenke. So, hier haben wir eine automatische Schmelze. Zander hat das Gebäude drumherum gebaut. Das ist sehr, sehr schön. Hier haben wir noch einen Schalter, damit wir die XP rausholen können. Da sind locker 100 Level drin pro Ofen wahrscheinlich. Ja, das ist ganz schnieke geworden. Dann zeige ich noch ganz kurz unsere Eisenfarm. Das ist übrigens Chat. Challenge an euch. Schreibt in die Kommentare, was ist das? Zander hat es gebaut und ist der festen Überzeugung, jeder erkennt sofort, was es ist. Schreibt einmal in die Kommentare, was ist es und benotet es zwischen 1 und 10. 10 ist die beste Bewertung, 1 ist die schlechteste Bewertung. Also einmal, was ist das und dahinter eine Note geben. Bin ich mal sehr gespannt, was ihr dazu meint. So, dann haben wir hier so einen kleinen Minenschacht gebaut, unsere Villager, Eisenfarm. Denn ja, man weiß, man kennt's, Villager Farm, wie die funktionieren, sollte jeder von euch wissen. Eisengolem werden hier gespawnt und die landen dann hier. Und da kommt gut was bei rum. Sehr, sehr, sehr viel Eisen. Bei einem, ne, bei einem so einem Ding.
So, fast jeder hat auch nur ein einziges Ding hier mit Eisengolem, der Spawn. Kommt sehr viel Eisenbau rum. Xander sagt jetzt nicht, nein, wir machen daraus vier. Wir haben jetzt vier so eine Kammern, wodurch, das ist alles getestet, wodurch pro Minute vier Eisengolems spawnen können. Teilweise spawnen auch vier Eisengolems pro Minute. Die landen dann da unten, sterben da unten. Guck mal, hier sind gerade zwei gespawnt. Die sterben da unten und dann landet das Eisen in unserem automatischen Lager. Da kommen wir gleich zu, weil es ist alles hier drunter connected. Auch der Ofen ist in unserem halbwegs automatischen Lager connected. Und hier gehen wir mal ganz kurz runter und zeige ich euch den Part einmal ganz kurz in Ruhe. Denn hier habe ich eine Bambusfarm gebaut, auf die ich sehr, sehr, sehr stolz bin, weil es ist meine erste Bambusfarm, die ich je gebaut habe. Die reicht um 2,8 oder 2,9, sagen wir jetzt mal, Öfen zu befüllen. Automatisch. Mehr brauchen wir auch nicht, weil wir werden niemals so viel Sachen braten, dass sie wirklich leer laufen wird. Hier funktioniert alles, hier wird alles richtig schön nach oben transportiert. Hier ist gleich schon wieder voll, dass es jetzt alles schön nach oben geht. Und dann oben, ja, eigentlich in der Lava landet, weil wir mehr als genug Bambus. Mehr brauchen wir nicht. Ich werde es aber später so bauen, dass wir den Überschuss zu einem extra Ofen basteln. Was wir damit machen, erfahrt ihr dann später. Dann haben wir hier ein bisschen Teppich verteilt, weil sonst spawnen hier unten halt Eisengolems, weil wir sind sehr nah dran. Dann haben wir nämlich hier, landen die Eisengolems, Eisengolems, ich kann schon mal reden, es ist spät, I'm sorry. Die landen dann hier und dann wird hier alles automatisch hoch, da seht ihr, da kommt das Eisen gerade raus, hoch ins Lager gebracht. Ich habe ja auch alles connected, damit ich überall, egal wo ich bin, einmal zack, rein damit und ab ins Lager damit automatisch. Das mag ich nämlich sehr, sehr, sehr gerne sowas. Deswegen, ja, dachte ich mir, why not? Egal wo ich bin, egal wo ich unterwegs bin, uns auf dem Grundstück, ist überall irgendwo eine Kiste versteckt, ein Hopper versteckt. Ich packe da Sachen rein und die werden zum Lager transportiert. Dann ist hier noch der Plan, das canceln wir wahrscheinlich, weil wir das mit Komposter machen wollen. Hier ist der Plan, nicht Redstone, sondern es ist nur ein Platzhalter, sondern später die, wie heißen sie, die Rosen zu vernichten. Wir haben aber überlegt, es wäre eigentlich cooler, die zu kompostieren. Weshalb wir, ich das Lager so weit bauen werde, dass wenn wir dann Overflow von Rosen haben, die automatisch kompostiert werden und dann zu Bone Meal landen. Und wenn das Bone Meal zu viel ist, dann wird das Bone Meal gelöscht. Das ist der Plan. Ist halt ein bisschen aufwendiger. Lager ist aber noch nicht fertig, zeige ich euch später, kommen mit Lein noch zu. Ja, das ist auf jeden Fall die Eisenfarm, wo sehr, 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 sehr viel, also an so einem halben Tag, an einem halben Streamtag, ein Streamtag, kommt nur so eine Doppelkiste voll Eisenbau rum. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, dann haben wir hier die Bambusfarm, auf die ich sehr, sehr, sehr stolz bin, wie gesagt, da bin ich sehr, sehr happy, dass ich die hingekriegt habe, so wie sie ist. Dann haben wir noch einen Gang, der nach unten geht, was ich auch sehr, sehr, sehr happy bin. Und ich muss ja sagen, ich habe mich Ewigkeiten abgefuckt über, ja, über das neue Höhlensystem von Minecraft, weil... Wenn ihr euch erinnert, ich bin sehr gerne in diesen kleinen Höhlengängen verschachtelt hier und da und was weiß ich, wenn ihr auf der Map guckt. Nein, wir spielen übrigens kein Modpad, wir spielen immer noch Vanilla, aber inzwischen sind einige Client-Mods erlaubt, wie zum Beispiel, wir haben ja Voice-Chat drin, was mega das Projekt bereichert, ist mega nice. Und wir haben eine Minimap beispielsweise, habe ich drin, weil es ist halt dann doch ans Entspannen. So, und was mich halt sehr stört am neuen Höhlensystem, du hast so riesengroße Höhlen, du hast riesengroße Kammern, da sind 100.000 Mobs, du findest kaum Erze und wenn du welche findest, musst du erst alles ausleuchten, weil hier so viele Viecher unterwegs sind und das nervt mich. Aber mit Xander zusammen haben wir so viel geschafft, so viel Spaß gehabt, es war so spannend gewesen, es war ein ganz anderes Feeling, ein sehr geiles Feeling. Wir haben hier auch ein unnormal krank großes Höhlensystem unter unserem Grundstück, was cool ist und wir haben noch was Geiles und zwar haben wir hier... eine fucking Slime-Farm. Direkt unter unserem Häuschen. Hier spawnen ein Slime-Chunk, noch ein Slime-Chunk, da ist noch ein Slime-Chunk. Da sind wir uns noch unsicher, weil manchmal habe ich hier spawnen, manchmal nicht. Und ich glaube, da drüben ist noch ein Slime-Chunk. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Slime-Chunks hier unten. Da hinten sind auch noch welche. Ja, wie eine Slime-Farm funktioniert. Chat, Leute, Peoples, das wisst ihr. Da brauche ich nicht allzu viel zu erzählen. Die ist sehr, sehr, sehr groß. Die geht komplett bis, da war auch gerade ein Slime, geht komplett runter. Hier werden dann die Slimes getötet. Die sterben dann hier, wird dann alles transportiert und dann geht es nach oben. Das werde ich auch später dann mit unserem Lagerchen wahrscheinlich, denke ich mal, verbinden. Oder nicht das Ding. So, das werden wir später machen. Und dann, ja, wird alles hochtransportiert. Denn wir brauchen viel Slime, denn wir haben eine Slime-Shop, haben wir. Und jetzt sage ich, wir brauchen viel Slime, aber eigentlich brauchen wir nicht viel Slime, weil es verkauft sich nichts. Wir haben zusammen mit Revi einen Vertrag ausgehandelt, bei dem wir... einen Slime-Shop haben, gemeinsam mit ihm bei Herz geclaimed. Wir liefern das Slime, er macht eigentlich das Influencer-Marketing und sorgt dafür, dass wir genug Kunden haben. Jetzt haben wir, glaube ich, 3 Stacks, 4 Stacks, 5 Stacks Slimes, wenn es hochkommt, verkauft. Seit der Shop in Distrikt seit fast einem Monat, über einem Monat geöffnet ist. Aber besser haben als brauchen, würde ich immer sagen. Ne? Ist eigentlich
ganz angenehm. Lohnt sich auf jeden Fall, kommt sehr gut was bei rum. Ich habe das System gebaut, dass hier alles nach oben transportiert wird, habe ein bisschen was mit TNT weggesprengt. Zander und Kevin haben sehr lange gebuddelt. Sehr, sehr, sehr nice, dass wir da so weit gekommen sind. Ja, hier seht ihr, haben wir auch einen Slime-Chunk. Und ja, dann haben wir hier unten diese riesengroße Höhle. Ist sehr, sehr, sehr weitläufig. Da hinten geht es noch weiter. Da hinten geht es noch unnormal weit. Hier sind wir bei der Slime-Farm gekommen. Und dann haben wir hier noch, Sekunde, oh Gott, wenn ich nicht sterbe, haben wir auch noch ein riesengroßes Höhlenkomplex. Einen riesengroßen Höhlenkomplex, der mega nice ist. Dahinter geht es noch viel, 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 viel weiter. Ich habe hier alles so gut wie es ging ausgeleuchtet, damit hier keine Monster spawnen und mehr Slime spawnen. Ich habe hier eine Höhle komplett mit Wasser befüllt. Da können wir auch noch hin, hier vorne. Habe ich hier alles komplett mit Wasser befüllt. Damit hier keine Slimes spawnen, weil hier ist ein Slime-Chunk auch. Und ich spawn hier sonst, deswegen habe ich ja alles mit Wasser ausgehöhlt, war ja auch eine Stunde dabei, hat sehr, sehr, sehr lang gedauert. Aber ja, hat funktioniert, bin ich happy drüber. Auf jeden Fall ist es halt sehr, sehr, sehr schön hier. Ich bin sehr, sehr, sehr happy. So, Peebles, so viel dazu. Dazu erzähle ich euch später nochmal in Ruhe was, das werdet ihr aber einige von euch sicherlich kennen. Ist sehr, sehr, sehr nice. Und hier ist übrigens diese Zunge hier unter uns, da möchte ich bauen, das große Häuschen. Gucken, ob wir das noch geschafft kriegen in dieser Staffel. Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Aber ja, wir kommen gleich in der nächsten Folge, weil sonst wird es wieder zu spät. Ich nehme das jetzt gerade zum zweiten Mal auf. Aber beim ersten Mal habe ich euch 20 Minuten ins Ohr abgekaut. Ich habe gedacht, komm, das können wir kompakter machen, das können wir entspannter machen. Ich habe mich ein bisschen sehr da durchgehetzt und trotzdem 20 Minuten gebraucht. Da kommen wir in der nächsten Folge zu. In der nächsten Folge gucken wir mal kurz das Lager an, was wir so geschafft haben. Gucken noch ein, zwei andere Sachen. Ich erzähle noch ein bisschen. Peebles, ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Das ist das erste Video, wirklich richtige Video, wo ich auch ein bisschen mehr geplant habe, wie ich das mache und nicht einfach, hey, Crafted Tech, komm, ich mach mal ein Video, quatsch mal ein bisschen. Seit Jahren sind wir nicht mehr aktiv, also bin ich nicht mehr aktiv auf YouTube, sondern im Stream, im Livestream auf Twitch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Da spielen wir auch öfters Crafted Tech. Mein Content ist immer noch GTA, aber auch sehr viel Crafted Tech, weil es mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ich habe 3 Jahre kein Minecraft aktiv gespielt und jetzt bin ich richtig in der Zone. Es macht wieder richtig viel Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei Twitch vorbeischaut. Link ist natürlich unten in den Chat. Beschreibung. Denkt daran, das Giveaway, ich packe euch alle Links dazu in die Beschreibung. Schaut im Stream vorbei, denn da könnt ihr auch noch eine Switch gewinnen. Und zusätzlich, Peebles, es gibt ein neues Mauspad. Ich habe zusammen in Zusammenarbeit mit Holy ein Mauspad rausgebracht. Es gibt nur 40 Stück davon. Wenn die vergriffen sind, sind die vergriffen. Ich packe euch einen Link in die Beschreibung. 10% Rabatt kriegt ihr mit dem Code EARLYBOY, packe ich auch in die Beschreibung. Kriegt ihr nochmal auf das Mauspad 10% Rabatt und generell bei Holy 10% Rabatt mit meinem Code oder 5 Euro auf die erste Bestellung, wenn ihr eine 5 hinten in deinen Code dranhängt. Ja, und wenn der Link euch nicht zu Holy führt, sondern zu dem alten Mauspad, dann ist das neue Mauspad vergriffen. Dann gibt es halt noch das alte Mauspad. So, Peebles, ich bin raus, ging das Giveaway, denkt ans Mauspad, Küsschen auf euer Nüsschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge morgen oder übermorgen wieder. Liebe geht raus, lasst ein Däumchen da oben da, würde mich sehr, sehr, sehr drüber freuen und schreibt in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Ich weiß, wir haben jetzt hier nicht die Sachen wie Spark gebaut, wir haben hier nicht den krassesten Shit wie Trimax und G-Time und was weiß ich gebaut, aber für unsere Verhältnisse, wir gehen das entspannt an, wir sind da nicht so krass schwitzermäßig unterwegs in Minecraft, deswegen dauert es bei uns ein bisschen länger, aber ich bin froh darüber. Ich habe sehr viel Spaß daran. Peebles, Küsschen aufs Nüsschen, Liebe geht raus, wir sehen uns, haut rein, tschüss!